Ich weiß es nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Achtung, es kommt dann wieder plötzlich unter. Die aufgetaucht. Warte, da schwimmt er jetzt. Hua! Was soll das denn? Ey, wie soll man da durch? Ich weiß nicht, wie man da durch soll. Okay, dann gehen wir erstmal hier den anderen Weg. Da gab es ja noch diesen Weg. Da oben beißt er wieder durch. Deshalb bin ich da nicht lang, sondern guck mal, was hier ist. Okay, guck mal, da ist auch ein Licht. Verdammt, ich bin einfach weitergelaufen. Ja, hat dich ins Wasser gestoßen oder du bist ins Nee, Wasser ich gefallen. Bin, weil ich einfach weitergelaufen bin, bin ich ins Wasser gefallen. Hab ich mich erschreckt, weißt du? Ey, ganz ehrlich, ich mache ja immer, dass ich ein bisschen den Gamma-Wert von so dunklen Spielen hochtreibe. Die Zuschauer werden mehr sehen als wir, weil hier finde ich mit diesem Rot und dem Schwarz, du siehst gar nichts. Absolut gar nichts. Und ich finde, es sieht auch nicht mal schön aus oder so. Nee. Dieses Rot sieht so billig aus. Das sieht aus wie, weiß ich nicht, wie ein Temp. Also zumindest auf den RPG-Makern hieß das immer so Templates. Wenn du quasi nur so eine Hintergrundsache da drüber hast laufen lassen. Ja. Verdammt. Also wir müssen diesen Weg entlang, oder was? Wir müssen hier zu dem zweiten Licht irgendwie. Aber guck mal, hier geht's einfacher. Der andere Weg, den ich genommen habe, war der unmöglich zu schaffende Weg sozusagen. So, ich muss ihn nur stoppen. Du musst ihn da auf die Brücke richten. Ich muss den so stoppen, damit er sich nicht bewegt. Siehst du, er bewegt sich jetzt nicht. Und dann kann ich hier jetzt nämlich rüberlaufen. Lauf doch. So, und kann dann hier rein. So, da haben wir das nächste Bild. So, wir haben es vervollständigt. Okay, da kommt ein Schiff oder sowas. Oh nee, ey. Oh. Yay. Oh, Sekunde, ich guck mal gerade, wie lange sind wir schon dabei. Okay, ja. Also, wenn wir das geschafft haben, mache ich aus und... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht. Kommt bestimmt wieder Wasser. Hör auf zu rennen. Hä? Wa? Okay. Wir müssen einen richtigen Weg finden. Wir müssen den richtigen Weg finden. Toll. Aber wie erkenne ich? Also bis zum zweiten Feld dürfen wir. Ich glaube, beim dritten Feld bin ich gekillt worden, oder? Ja, ich bin mal drin. Okay, ey, das ist auch doof, weil das ist jetzt Try and Error bis jetzt. Nee, hier, kennst du noch bei dieser einen. Nicht so laut, du schreist. Kennst du bei dieser einen Sendung mit dem Tamaluga TV? Da mussten die am Ende auch sich so einen Weg merken. Ja, aber. Wir können es doch einfach aufmalen auf Karo-Papier. Ja, aber es geht darum, wir müssen jedes Mal so laufen, bis wir irgendwo gekillt werden. Und dann müssen wir gucken. Verstehst du, wir müssen immer wieder sterben, bis wir den Weg wissen. Darum geht's. Da will ich jetzt zum Beispiel nicht langlaufen. Da kann ich jetzt auch gar nicht langlaufen. Da kann ich auch nicht langlaufen. Da kann ich jetzt nirgendwo weiterlaufen. Okay, das heißt, ich muss zurück. Klingt fast wie Eis. Na, oh Gott, hab ich mich jetzt wieder erschreckt. Nee, da geht's nicht lang, da auch nicht. Okay. So kurz vom Ziel. Ich weiß aber nicht, wie ich das jetzt geschafft habe. Ich kann mir den Weg auch nicht merken.
Okay, also eins weiß ich, bis zum zweiten Feld. Beim dritten werden wir schon gekillt, dann müssen wir hier lang. Müssen wir hier lang und da. Müssen dann hier lang. Ich kann den Weg nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr an den Weg erinnern. Das nächste hat mich getötet. Ne, eins links kannst du noch gehen. Nee, das hat mich getötet. Nee, das... Doch. Hä? Ja, eins hoch, das hat dich getötet. Dann muss ich hier bestimmt lang. Also... Wir schaffen das schon. Es ist tatsächlich jetzt leichter, als ich gedacht habe, und leichter als dieses blöde Rennen. Wenn danach nochmal Rennen vor Wasser kommt, dann kotze ich. Das schwöre ich dir, dann kotze ich. So, das geht ich jetzt langsam hin, ja, ja, ja. Bla, bla. Also ich wäre jetzt schon längst verloren. So, hier bin ich nach oben gelaufen, das darf ich dann scheinbar nicht. Dann muss ich hier bestimmt nach oben. Muss ich jetzt noch ein Stück weiter nach vorne, oder? Nein. Dann muss ich hier lang. Ja, da wäre ich jetzt auch nicht mehr lang gegangen. Da kommt bestimmt Wasser. Bitte nicht, ey. Oh, das war deutlich simpler und besser als diese Wassergeschichte, ganz ehrlich. Okay, so, wo sind wir jetzt hier wieder? Da ist die letzte Tür. Ach, das ist die Stelle, ich weiß, wo wir sind. Ja, aber wie kommen wir jetzt zu dieser Tür? Hier hat er uns den Weg zerbissen. Ja. Eieiei. Aber das ist dann noch nicht das Ende vom Spiel dann. Also jetzt so. Nee, das ist nur ein Endboss. Nur einer. Also ich glaube, jeder unserer Freunde, die wir befreien, die haben so einen Endboss, den man. Ja, aber das ist ja in Kapiteln unterteilt. Von daher glaube ich, das ist das erste Kapitel, oder? Ja, das ist das erste Kapitel. Nee, du zerbeißt das jetzt. Oh, ich wäre ausgerastet, wenn du mir das jetzt zerbissen hättest. Nein, nein. War da Wasser? Nein, da war der Fisch. Ja, aber ich habe ja eher Angst vor... Oh, nee. Nein, lauf, lauf! Das ist... Ja, da wäre jetzt nicht gekommen, aber guck mal, ich glaube, das ist die Stelle, wo wir gerade dauernd verreckt sind, oder? Ist das die Doppelwasserstelle? Nee. Hier ist einmal Wasser, oder? Ja. Ich würde sagen, das ist das einmal. Runter, runter. Wo? Oh. Warum rennst du nicht? Nein! Das gibt's doch nicht. Das gibt's wirklich nicht. Aber guck mal, vorher haben wir hier drüben angefangen. Hier. Hier haben wir vorhin angefangen. Ist der denn... Oh, ich will sein blödes Asthma nicht nehmen. Wir haben nicht so viel. Du meinst den Inhalator, nicht sein Asthma. Ja. Asthma-Mittel, meine Güte. Naja, hier ist er kaputt. Ich find das hier mit diesem Labyrinth so furchtbar. Wir müssen nur noch eine einzige Tür schaffen. Wir müssen nur darüber irgendwie. Hier, hier ging es, siehst du, hier ging es zu der Tür. Ah, ja. Und da oben ist der Weg, der umständliche Weg, den wir gelaufen sind. Ja, kann sein. Ich habe keine Ahnung mehr. Warte, ich und Orientierung ist nicht so. Können wir das Licht vielleicht hier auf diesen anderen Weg leuchten jetzt? Nein, du kannst nicht auf den anderen Weg leuchten. Schade. Ich dachte, hier drüben... Also, wieso machst du denn jetzt nicht? Wieso stopfst du ihn jetzt nicht? Hier ist doch egal, das bringt ja nichts. Weil wenn die Perspektive wechselt, taucht er in einem anderen Abschnitt auf. Es geht darum, dass wir hier durchs Wasser müssen
hier. Hier müssen wir doch durch den Wasserabschnitt. Und dann kommt er doch. Jetzt warte ich erstmal, wo der ist, weil wir müssen es ja hier erstmal durchschaffen. Siehst du, da ist er? Ja. Ich warte, bis er wegschwimmt von uns. Ja, mach einen Abgang. Boah. Der schwimmt nur so rum. Wasser ist hier unten. Da unten ist das Wasser. Und das finde ich hier super, super böse gemacht, ganz ehrlich. Weil die Kameraperspektive da und besser. Ja, weil vor allem du musst ja erstmal schaffen, hier runter zu rennen. Und das macht so eine. Macht so drei Kurven, bis du auf dem Steg bist. Der schwimmt vor allem so schnell. Ich will den irgendwo fangen. Wo wir Ruhe haben, ein bisschen. Wird er jetzt davon zwei Lichtern? Nee. Oh, der schwimmt aber ganz schön schnell weiter. Ja, der schwimmt generell gerade sehr schnell. So. Ich weiß es nicht, ich drücke sogar den Rennknopf. Ich drücke, dass er rennt. Lauf, Junge! Oh Gott! Schrei aber nicht, Junge. Entschuldigung, ich dachte, der heilt das Ding jetzt. Warte. Hier oben ist wieder ein Licht. Wir müssen noch eine Lichtstelle schaffen. Da unten, siehst du? Hier unten ist Wasser. Toll. Der Eis anscheinend jetzt gerade sehr aufgeregt. So wie du? Ja. Ich krieg den nicht mal. Ey, der ist gerade super schwer zu treffen. Ja, das Licht gerade sehr um. Ja, aber das Licht ist sehr ungenau gerade. Also. Nein. Wieso bewegt er sich? Hast du das gesehen? Ich hatte ihn doch gefangen. Oh, der schwimmt weiter. Wenn ich ihn jetzt gerade fange, schwimmt er weiter einfach. Vielleicht gehst du zu schnell raus. Vielleicht gehst du einfach. Nein, es geht nicht. Ich hab's doch. Ich hab sogar aufgewartet gerade eben. Guck mal. Ich warte jetzt, dass er wirklich feststeht. So. Er steht fest. Er ist fest jetzt. Er ist vom Licht getroffen. Wenn ich jetzt rausgehe. Willst du mich veräppeln? Komm schon. Jawoll. Du weißt, was das heißt? Das letzte Bild und der letzte Abschnitt. Ich hoffe, es ist was Leichtes. Da ist das Boot. Was? Fuck! So viel zu, ich hoffe, es ist was Leichtes. Hä? Ich muss durchrennen. Ich muss gedrückt halten, sonst schaffe ich es hier nicht. Was für ein Szenario, ey. Genau, stich da rein, bis du den Dewey tötest. Was hat er denn im Maul? Zähne. Das sind alles so komische Zähne. Nee. Doch. Was macht er denn jetzt? Der holt den Dewey raus, ach so. Der verschlungen wurde. Ich dachte, du wärst tot. Ja, so wie du rumgestochert hast. Ja. Dewey, kannst du mich hören? Wohin gehst du? Warte auf mich. Ich fühle mich jetzt in Ordnung. Dewey, was passiert mit dir? Naja, wir haben ihm geholfen. Da, guck mal, da ist die Lady wieder. Was war das jetzt?
Das war das Ende. Wir haben das erste Kapitel durch. Wir haben ohne Witz tatsächlich das Spiel durch. Also das erste Kapitel. Ich hab doch gesagt, das ist das erste Kapitel, ist vorbei. Aber das ging ja jetzt dann deutlich kürzer als von mir gedacht. 3 Aufnahmesessionen, mehr haben wir nicht gebraucht. Ja, und wir haben noch Texte zum Übersetzen. Die werde ich dann solo aufnehmen und werde als eine Bonusfolge hinten dran hängen. Ja. Also die werde ich übersetzen, dann aufnehmen und euch als Bonusfolge nochmal drauf geben. Ja, unser Fazit zum ersten Akt. Also irgendwie fand ich es jetzt kurz, aber es ist ja als Kapitel-Spiel ja angekündigt. Ja. Und ich habe ja schon geahnt, dass das das Ende ist. Ja. Also von der Story, ja, glaube ich, auch von der Story her ist es doch besser jetzt, als wir erwartet haben, finde ich. Auch zwischendurch waren wir enttäuscht. Und ja, also ich fand das Ende jetzt spannend. Ich will eigentlich jetzt wissen, wie es weitergeht. Ehrlich? Nee, ich muss sagen, also ganz zuerst einmal, in der ersten Session haben wir ja doch schon mal vermutet, dass vielleicht die Kapitel sich um die einzelnen Freunde drehen. Aber wir dachten, dass es darum geht, aus deren Sicht zu spielen. Jetzt geht es scheinbar eher so, dass wir in den einzelnen Kapiteln unsere einzelnen Freunde retten müssen. Ja. Die zweite Aufnahmesession, die haben wir eigentlich ziemlich verhunzt, muss man sagen. Nicht nur wegen Ton, sondern wenn wir jetzt auch überlegen, wie kurz das war, haben wir uns da unnötig lange aufgehalten. Ja. Das hätte man alles viel kürzer machen können. Was aber auch teilweise wirklich, dass wir direkt natürlich in der Session übersetzt haben, auch lag. Also wir haben wirklich eine ganze Folge nur Übersetzung gemacht, zum Beispiel. Von der Story bin ich froh, dass das dann doch jetzt wieder sich um die Ängste dreht. Ja. Und das hat es echt wirklich auch jetzt gerettet. Also jetzt in der dritten Aufnahmesession, muss ich sagen, finde ich storytechnisch auch ein bisschen besser. Angst hatte ich jetzt im Gegensatz zu den ersten beiden Sessions gar nicht mehr so, weil... Ich habe mich halt immer irgendwie erschreckt, aber so Angespanntheit war nichts dabei. Also die ersten beiden Sessions fand ich irgendwie schlimmer als jetzt heute. Ja. Heute war ich irgendwie ganz gechillt. Ich habe mit Saito jetzt letztens auch einmal privat drüber gesprochen und meine Meinung zu dem Spiel ist, das ist halt, es funktioniert nur über Jumpscares, also sprich, du hast halt so eine kurze Schreckszene und das war's, aber es ist nicht so ein durchgehend wirklich Grusel-Feeling. Nee. Und es funktioniert halt nur über diese Jumpscares, die Grafik ist halt Durchschnitt. Im besten Fall. Also gerade jetzt zu so dieser Szene mit dem Hai fand ich grafisch also sehr dieser, richtig dieser mies. Dieser See, der war ja echt schlecht. Also nicht so, gut. Also das, ich finde es halt schade, da so kritisch zu sein, weil ich bin eigentlich gar nicht so einer, der auf Grafik achtet. Aber sorry, das war richtig... Das sah aus wie Tetris-Wasser. Das war richtig schlimm. Aber oder richtig schlecht nur die länglichen Flöcke. Also, wie gesagt, ich bin eigentlich keiner, der auf Grafik achtet, aber sorry, die Haare von dem Hauptcharakter, diese Bomben-Helm-Frisur und die... Die hat mir dazu so gefallen. Doch, die fand ich lächerlich, weil der ansonsten eigentlich ganz okay war von der Animation her, weil die Haare waren echt wie so ein Helm, wie extrem viel Kleister in die Haare geschmiert. Und der See, die haben waren für mich einfach furchtbar. Ansonsten... Und wir werden nie herausfinden, was jetzt mit diesem Tanga ist. Ach, du und der Tanga, ey. Wie gesagt, der See und seine Haare, die fand ich richtig... Ansonsten, wie gesagt, die Umgebung war eigentlich okay wiederum. Nur diese zwei Orte, die haben mich richtig... Oder diese zwei grafischen Sachen haben mich richtig gestört. Die Story war eigentlich schon wieder so auf dem Berg nach oben. Aber der Grund, warum ich beispielsweise jetzt nicht weiterspielen würde, wenn die nächsten Kapitel rauskommen, es hat letztendlich nicht Klick gemacht. Also die Story ist auf einem guten Weg, aber die... Das Spiel reizt mich nicht. Also dafür, dass es ein Horrorspiel ist, ist es letztendlich nur so ein Jumpscare. Du hast die ganze Zeit nur Panik. Wo taucht die blöde Trulle wieder auf und wo jagt sie dich wieder lang? Spielplatz. Ja. Und das macht, also mir macht sowas dann keinen Spaß letztendlich. Also unterm Strich macht mir das dann zu wenig Spaß, als dass ich es tatsächlich weiterspielen wollen würde, wenn die nächsten Kapitel rauskommen. Naja, wir können ja die Zuschauer entscheiden lassen. Nee, weil da weiß ich genau, wie die entscheiden. Und so geil ich die Interaktion mit den Zuschauern auch finde, aber tut mir leid, ich werde nicht mich nötigen lassen, was zu spielen, was mir zu wenig Spaß macht. Ja, aber Outlast, ne? Das musst du ja spielen.
Ich muss nur das DLC spielen. Das DLC ist im Vergleich zum Hauptspiel relativ kurz. Damit kann ich leben. Und Outlast ist ein richtig gutes Horrorspiel. Da hätte ich Spaß wiederum dran zu spielen. Oh ja, ich habe so viel Spaß mit Horrorspielen. Ja, im Rahmen dessen, dass man Spaß mit Horrorspielen haben kann. Das war jetzt ein langer Abschied oder beziehungsweise ein langes Fazit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Also, unterm Strich ein Durchschnittsspiel für mich. Also, es wird bestimmt welche geben, die Spaß dran haben, aber ich glaube wirklich, hätten sie mehr durch Crowdfunding an Geld eingenommen, dann hätten sie auch wirklich vielleicht ein besseres Spiel daraus machen können. Ja. So merkt man einfach... Es musste gespart werden. Man merkt vor allem an der Schlussszene. Wobei ich echt sagen muss, diese gezeichneten Szenen, hätten sie das ganze Spiel in dieser Comic-Grafik gemacht, das wäre viel, viel geiler gewesen. Weil diese Comic-Grafik fand ich sah richtig gut aus, weil die so leicht düster aussah und so. Ja. Hätten die das komplette Spiel in so einer Comic-Grafik gemacht, ich glaube, das wäre viel, viel besser gewesen. Weil ich sagen muss, das Bild, was jetzt zu sehen ist, finde ich auch sehr schön. Ja, aber das ist ja jetzt nochmal ein anderer Look. Das ist ja jetzt so ein, weiß ich nicht, so ein Aquarell-Look oder sowas. Nee. Du kennst dich mit Kunst eher aus. So Wachsmal-Look oder sowas. Acryl mit so einer Pastel. Ja. Aber das wäre zum Beispiel ein Look, wo ich glaube... Struktur-Pastel. Aber auf jeden Fall wäre das ein Look, der, glaube ich, als Spiel nicht so gut umsetzbar wäre. Aber dieser Comic-Look, den die im Spiel hatten, den hätte man gut umsetzen können als komplettes Spiel. Dann hätte man auch nicht diese Grafikprobleme. Da hätte man auch wahrscheinlich Geld, wo ich weiß nicht, ob das günstiger wäre. Das günstiger wäre, ne? Wollte ich auch mal sagen. Also wie gesagt, Rübke hatte Spaß, würde weiterspielen wollen, ich würde nicht weiterspielen wollen. Das heißt, wenn ihr es wissen wollt, wie es weitergeht, müsst ihr sie nötigen, dass sie es alleine weiterspielt. Hallo. Ihr könnt entscheiden. Nee, nichts alleine. Dann spielt Saito mit dir. Dann macht Saito weiter mit dir. Nee. Doch. Ich spiele nicht mehr weiter. Wie soll das denn gehen? Ja, was denn, wenn er zu uns zu Besuch kommt? Das zweite Kapitel muss ja erstmal rauskommen. Na ja, stimmt. Also dann, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und habt Spaß mit dem, was ihr so gerade zockt. Ey, wenn ihr das seid, der guckt ihr dieses Let's Play, ne? Der hat mir gesagt, ihr findet das voll witzig. Ja. Wenn er das jetzt sieht und hört, ne, dass ich ihn hier quasi so nötige, dass er das mit dir spielen muss, der wird mich hauen. Es ist so schlimm, mir dieses Spiel zu spielen. Nee, aber dass ich es an ihn abtrete, weil er hat gesagt, er ist genauso ein Schisser wie wir. Deshalb will er nur zu gucken, wie wir Horrorspiele spielen. Tut mir leid, Saito. Es tut mir leid. Na gut, dann ich sag tschüss. Cheerio, the king has left the building.